Dass der SVS-Athlet Andreas Steinmetz einer der hoffnungsreichsten Hochsprungmeister Österreichs ist, zeigte er beim EVR-Wettkampf in der neuen Leichtathletik-Arena Eisenstadt, wo nach dem Lockdown das erste Athletikturnier stattfindet. Erster Wettkampf nach der langen Pause. Wie sind Sie zufrieden? Ja, also erstmal, es war eigentlich keine lange Pause. Also für mich zumindest. Ich habe daheim relativ gut weiter trainieren können. Und ja, entsprechend war ich auch nicht überrascht, dass es ganz okay war. Aber ja. Wie haben Sie da trainiert? Wir haben ja, also in der Leichtathletik haben wir bis Ende Februar die Hallenwettkämpfe gehabt und da beginnt eigentlich dann danach das Basistraining, also viel Grundlagen, Ausdauer und solche Dinge. Und da brauche ich keine speziellen Geräte und das kann ich wunderbar auch daheim erledigen und somit bin ich nicht so sehr eingeschränkt gewesen wie andere Sportarten zum Beispiel. Sie sind ja zweifacher Staatsmeister. Wie wird man das? Was muss man da für Fähigkeiten haben, um so hoch zu springen? Viel Disziplin, viel Geduld und harte Arbeit, ganz klar. For me, it was nice because we did little experience for prepare the competition. Ich bin ganz zufrieden. Ich finde, es ist ein gutes Ergebnis, weil es natürlich nicht leicht war, sich auf den Wettkampf vorzubereiten. Deshalb wussten wir auch nicht, wie das Ergebnis heute aussehen könnte. Aber 2,8 Meter sind nicht so schlecht. Wir hatten uns schon ein wenig mehr erwartet, aber wir werden uns weiter verbessern, obwohl es für einen Athleten in dieser Zeit nicht leicht ist. Wir haben mehr als einen Monat Trainingsrückstand, aber wie gesagt, 2,8 Meter, das ist nicht schlecht für die erste Competition. Wie ist es so ohne Publikum? Ist es ungewohnt für die Sportler und für euch als Organisatoren? Ja, schon schwierig. Also mittlerweile, also im Moment ist es so, weil halt jetzt der Beginn ist und noch sehr wenig stattfindet, wollen halt sehr viele zu den Wettkämpfen kommen und die Kapazitäten haben wir nicht, weil nach wie vor die Grenze mit 100 Personen bei Veranstaltungen gilt. Zufrieden mit dem Andi Steinmetz, der ja einer der Besten in Österreich ist? Ja, definitiv. Also die Athleten auch, so wie der Andi, haben es sehr schwer gehabt, weil sie ja im April eigentlich gar nicht trainieren konnten an der Anlage und erst seit 1. Mai wieder richtig trainieren können. Und da ist die heutige Höhe sehr, sehr gut. Wie war es heute hier in Eisenstadt, der Wind, bis Sie stören? Ich springe grundsätzlich gern mit Rückenwind, aber im Vergleich zum Training ist das doch eine Riesenumstellung, weil in der Südstadt haben wir, ich sage mal, zu 90% immer Gegenwind. Und somit ist es eine vollkommen neue Situation und da muss man sich auch neu drauf einstellen, was nicht ganz einfach ist, aber ist natürlich auch eine Erfahrung wert. Jetzt waren es 2,8 Meter, wird die 2,10 Meter gescheitert? Ja, also wir haben die letzten Wochen noch relativ hartes Training gehabt. Das habe ich jetzt die letzten Sprünge, also jetzt am Schluss dann auch noch gemerkt. Also da ist dann schon ein bisschen die Luft ausgegangen. Aber dafür ja, bin ich relativ zufrieden für den Einstieg und darf mich überhaupt nicht beschweren für die Umstände. Die Hochspringer haben wirklich gute Sprünge gezeigt. Es war gar nicht so leicht mit dem Rückenwind. Ja, ich bin überrascht und freue mich sehr, dass wieder losgeht. Und man sieht, alle sind freudige Erwartungen und freuen sich halt da wieder wirklich alles zeigen zu können, was sie im Winter trainiert haben. Sie als Leichtathletiktrainer, merken Sie irgendwie die Trainingspause? Nein, also man hat sie auch die letzten Wochen schon gesehen. Ich trainiere auch den Lukas Weißheidinger und wir sind mit unglaublichen Weiten reingestartet. Gefragt ist jetzt, sich zu fokussieren und nicht irgendwo immer zu sagen, warum es nicht geht, sondern man muss sich auf das konzentrieren, was geht und auf die Stärken und dann funktioniert das schon. Naja, die Latte will ich ja nicht zu hoch legen, aber das klare Ziel für mich sind mal 2,20 zu springen jetzt. Und ja, da alles, was dafür notwendig ist, werde ich daran arbeiten, eben, dass es in genau die Richtung geht. Olympische Spiele? Als erstes Mal Europameisterschaften. Und dann sind sowieso alle Wege wieder offen.